tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch meinen Knagrag vor. Knagrag ist die Weiterentwicklung von Kaumalad und Knagsel und hat wie diese eine Drachenbodentyp, wodurch er eine Doppelschwäche gegen Eis, eine Schwäche gegen Drache und Fee, eine Resistenz gegen Gestein, Feuer und Gift sowie eine Immunität gegen Elektroattacken hat. Wenn man das erste Mal einen Blick auf Knagrags Basiswerte wirft, sieht man, dass man hier ein echtes Monster vor sich hat. 600 Basispunkte dann auch noch so verteilt, dass es sowohl offensiv als auch defensiv einiges rausreißen kann. Speziell der Angriffswert mit 130 Basispunkten sticht hier stark hervor. Knagrag hat auch eine Mega-Entwicklung, welche seinen Angriffswert sogar noch weit auf 170 Punkte erhöht. Die EV verteilen wir bei Knagrag komplett in Angriff und Initiative. Dazu ein frohes Wesen, um so viel wie möglich überholen zu können. Als Fähigkeit hat man die Wahl zwischen Sandschleier und Rauhaut. Da erstere wegen Fluchtwerterhöhung normalerweise verboten ist, nutzt man lieber seine versteckte Fähigkeit Rauhaut. Diese lässt Gegner, die Knagrag körperlich angreifen, noch ein wenig Schaden erleiden. Im Moveset kann man sich bei Knagrag so richtig austoben, da unser Haidrache einen gewaltigen physischen Movepool hat und sogar noch einige nützliche spezielle Attacken lernen kann. Ich nutze für mein Knagrag ein ausschließlich physisches Moveset, um seinen gewaltigen Angriffswert zu betonen. Erdbeben und Drachenklaue sind Knagrags Step-Attacken. Eisenschädel ist eine sehr nützliche Coverage-Attacke gegen Eis- und Fee-Pokémon und wegen seiner guten Initiative kann er den 30%igen Flinch auch sehr oft nutzen. Feuerzahn ist hauptsächlich für Panzer Aeron, Bronzong, Fastelka, Sherox und Tentandel gedacht. Jede dieser Attacken kann allerdings durch eine andere Attacke ausgetauscht werden. So könnt ihr beispielsweise statt Erdbeben Dampfwalze spielen, um reinzwitschende Pokémon zu verlangsamen. Statt Drachenklaue kann man auch Doppelhieb oder Drakometeor nutzen. Anstatt Eisenschädel geht auch Gifthieb und statt Feuerzahn funktioniert genauso gut ein Flammenwurf oder ein Feuersturm. Solltet ihr spezielle Attacken in eurem Set haben, so wählt ihr allerdings am besten ein naives Wesen, um den Spezialangriff nicht zu verringern. Bei den Items hat Knagrag auch eine riesige Auswahl. Der Lebenorb ist eine gute Möglichkeit, Knagrags Schaden um 30% zu erhöhen. Jedoch solltet ihr euch hier überlegen, ob euch der Extraschaden die KP wert sind, da Knagrag für einen Sweeper immer noch einiges einstecken kann. Der Knagrag Need ist offensichtlich auch eine gute Wahl, da ihr so Knagrag als Mega spielen könnt. Achtet hierbei allerdings darauf, dass Knagrags Initiative nach der Mega-Entwicklung abnimmt. Dafür könnt ihr beim Mega eure speziellen Attacken wesentlich besser nutzen, da Knagrags Spezialangriff im Mega auch einen ordentlichen Boost bekommt. Der Expertengurt bietet Knagrag einen 20%igen Bonusschaden, sofern die Attacke sehr effektiv trifft, was gerade bei seiner guten Coverage eigentlich nicht zu selten sein sollte. Die Offensivweste ist immer eine gute Option, wenn ihr noch ein bisschen mehr einstecken können wollt. Der Wahlschall boostet Knagrags Initiative auf ein Level, das ohne Schall nur noch von Deoxys S überholt wird. Spielt ihr allerdings einen Schall auf Knagrag, bietet sich hier eher ein hartes Wesen als ein frohes Wesen an. Zu guter Letzt kann man natürlich noch ein Walbann spielen, um Knagrags Schaden enorm zu erhöhen. Bei den Walsets solltet ihr aber immer gut überlegen, in was euer Gegner switchen will, da er euch sonst eventuell in eine nutzlose Attacke lockt, gerade da Knagrags Step-Attacken beide von einem Typen resistet werden. Ich persönlich spiele Knagrag am liebsten mit Expertengurt oder Offensivweste. Aber jetzt erstmal genug zur Theorie. Schauen wir mal, was unser Knagrag in der Praxis so alles macht. Knagrag hat für ein Drachen-Pokémon eine enorm gute Initiative und kann mit Ausnahme von Latios, Latias und Uhafnir alle anderen Drachen-Pokémon überholen. Passt bei diesen also auf und wechselt daraus, wenn ihr nicht gestraft seid. Eis-Pokémon und jene, die Eisattacken beherrschen, sind eine allgemeine Gefahr für Knagrag und sofern man nicht sicher ist, dass man den Gegner mit einem Schlag umnieten kann, sollte man auswechseln. Snibunda ist hier die größte Gefahr, da es sowohl schneller ist als auch meist mit einem Fokusgurt gespielt wird. Seid aber generell vorsichtig, da viele Eis-Pokémon auch Eissplitter beherrschen. Tarnsteine sind eine große Hilfe für Knagrag, da Eis-Pokémon ungern zu häufig in diese reinwechseln. Ein Feuer-Pokémon ist generell ein guter Teampartner für Knagrag, da diese sowohl Eis- als auch Feenattacken gut abfangen können. Ein Eis-Pokémon generell zum Auswechseln zwingen. Ein defensives Arcani ist hier eine gute Option. Ansonsten bietet sich ein speziell defensives Feen-Pokémon, um Drachenattacken von Latios, Latias und Uhafnir abzufangen, bei denen Knagrag nicht drinbleiben will. Filinara macht hier generell einen guten Job, passt hier allerdings vor Latias Psychoschock auf, da dieser auf die physische Verteidigung schlägt. Staffette-Pokémon können Knagrag einen entscheidenden Init-Boost geben, um einen Sweep zu ermöglichen, wobei das bei Mega-Knagrag extra gut funktioniert. Knagrag ist generell ein Pokémon, das man nicht unterschätzen sollte. Wie ihr spielt, ist eure Sache. Das war auf jeden Fall mein Knagrag-Set. Und jetzt dürft ihr wieder aussuchen, was als nächstes drankommen soll.